Die Fantastic Four sind wieder da. Der Gummimann. Hä? Ja, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Meine Hand ist da ganz hinten. Unsichtbarkeitsgirl. Der Steinmensch. Oh. Und natürlich die menschliche Fackel. Oh. Kaltes Feuer für den Arsch. Feuerflüssigkeit, kaltes Feuer ist für den Arsch. Hier riecht's nach verbrannten Haaren. Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Kino Start Highlights Woche DOS. August 2015. Fantastic Four. Tüftler und Genie Reed Richards entwickelt ein Verfahren, das Menschen in ein Paralleluniversum teleportieren kann. Dies erlebt er mit seinen Freunden Johnny und Sue Storm und Ben Grimm, aber dabei läuft etwas schief und nach diesem Unfall haben alle von ihnen verschiedene Superkräfte. Schnell wird auch das Militär darauf aufmerksam. Es ist unsere Pflicht, als Menschen ins Unbekannte vorzudringen. Aber manchmal hofft man, etwas Bestimmtes zu entdecken und findet etwas ganz anderes. Ich will nur meinen Freunden helfen. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Aber die Zukunft. Ich brauche einen feuerfesten Arbeitsplatz und eine mega fette Sonnenterrasse. Sie sind gefährlich und mächtig. Das macht sie extrem wertvoll für die Regierung. Sie haben versprochen, meine Kinder nicht als Waffen zu benutzen. So wie prophezeit, hier ist er nun, der neue Fantastic Four. Eine Neuauflage von 2005. Kritiken überschlagen sich, das ganze Internet ist davon voll. Der Film ist derbe ins Wasser gefallen, das hat man schon am ersten Wochenende in den USA gesehen. Der Film hat nicht mal ansatzweise so viel eingespielt, wie er einspielen sollte. Überraschend. Nicht überraschend, wie ich finde. IMDb bewertet den Film mit 3,9. Zum Vergleich, Sharknado hat 3,3. Heißt der Film, Fantastic Four ist nur 0,6 IMDb-Sterne von absoluten High-Tornado-Trash entfernt. Wenn ihr den Film gerne im Kino sehen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ich werde es nicht tun. Wenn sich nämlich die Kritiken schon so überschlagen, werde ich jetzt nicht ins Kino rennen und mir eine eigene Meinung bilden und dann ist die Chance ungefähr bei 3,9%, dass ich danach rauskomme und sage, boah, war der geil! War der geil! Was habt ihr alle? Das wird wahrscheinlich nicht so sein. So Leute, das war's wieder für diese Woche Kino-Stadt-Highlights. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Filme bzw. den Film gesehen habt. Es war ja nur ein Kino-Stadt-Highlight. Wie in letzter Zeit öfter. Macht mehr gute Filme! Moment, Fantastic Four war kein guter Film. Egal. Dann schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Wenn ihr ältere Filme gesehen habt, die ich schon mal vorgestellt habe, könnt ihr auch eure Meinung unter die Videos schreiben. Ich sehe es ja trotzdem. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder und enjoy! Nee, The Entertainment.